Naja, hat 180 Schaden gemacht. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, aber hat nicht viel gebracht. Alter, der ist fucking stark, ne? Wisst ihr das eigentlich? Der ist verdammt stark. Ich habe mega Schiss vor denen. Ich habe mega Schiss vor denen, Alter. Ich habe mich ein bisschen eingelullert. Aber nur ein bisschen. Ganz minimal. Musst du mir glauben. Hey, Arschloch. Toll. Lass das, Mann. Alter, wir sind ausgewichen, ne? Aber da war irgendwie eine Wand oder so. Alter! Wir haben es ja alle verstanden, du bist ein Riesenschnitzel, Alter. Oh Gott, wenn du ein Riesenschnitzel wirst, würde ich dich sogar lieben, aber du bist kein Riesenschnitzel. Du bist nichts, aber... Ja, 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 du bist böse, ich weiß. Ha! Nichts passiert! Du hast uns überhaupt nicht wehgetan, ey. Haha. Genau wie wir dir überhaupt nicht wehtun. Das war aber nice. Da war ich ein bisschen stolz auf mich. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin stolz auf mich. Ich sehe es einfach kommen, Alter. Das sind nur die Steine, die wir da aufsammeln. Ach so. Es hat lange gedauert, aber ich habe es begriffen. Er ist auch fett. Also sein Kopf, ne, ist hart wie mein Kopf. Mein Kopf, mein Kopf. Ich versuche behütet vorzugehen. Ganz behütet versuche ich vorzugehen. What the actually fuck? Ich behütet vorgehen. Hier hinten weiß er nicht, dass wir da sind. Schon ihn einfach ein bisschen. Haha! Das war so klar, du Arsch. Er macht halt auch einen unsagbaren Damage, ne? Kannst du sagen, was du willst? Er sagt, er macht einen unsagbar dollen Damage. Mein Gott, er ist ein Drachenältester. Der stinkt oder so. Hier. Riecht nach deiner Mom, Alter. Ganz ehrlich. Nach deiner kleinen stinkenden Mom. Da kann ich dann immer hinrennen, wenn wir Ärger haben.
Ist er schon tot? Wird er jemals sterben? Ist irgendwie die größere Frage, ne? Wird er jemals sterben? Steine gefunden. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Der ist auf jeden Fall echt böse. Ich will ihn zum Schlafen bringen. Ich will das. Wo können wir denn jetzt eigentlich unser Ding schleifen? Ach, hier. So, Nährgigante. Ich will ihn zum Schlafen bringen und dann setzen wir die Blitzfalle und dann... Ah, haben wir ihn. Oder ich denke mir das einfach zu einfach und... Ha, verkackt. Ich gehe vom zweiten aus. Wie wollen wir eigentlich jemanden dafür forschen, wenn wir immer töten wollen? Hallo. Na, Kumpelblase. Ja, genau, verarsch mich ruhig. Gar kein Problem. Komm mit runter. Wuhu. Ich dachte, wir landen auf den. Wie können wir denn auf den Viechern landen? Geht das nicht bei allen? Dankeschön. Autschi, überrannt. Autschi, ich fliege. Gott, ich hasse das, wenn er das macht, ey. Das mag ich nicht. Gut gemacht, Kira. Schön einen auf den Ömmel gegeben. Nenn dich jetzt Ömmel, Kira. Kira gibt immer Ömmels. Rüpp's mir nicht an, Mann. Ich mach das auch nicht mit dir. Ich habe noch nie mal gesehen, dass er eine Technik macht. Ich habe es nur noch... Ich habe es erahnt plötzlich. Deswegen das... Ah, dieses qualvolle... Ah, oh, das ist eine Quest für mich. Das ist eine Quest für mich? Endlich ist es soweit. Die ökologische Forschungszentrale hat einen Kurier vorbeigeschickt. Er sagt, sie warten dort auf dich. Sie sei jetzt lieber vorsichtig, denn der Gigant hat versucht, den Sora Magdaros zu fressen und es nicht geschafft. Er ist auch an andere Drachenältesten gescheitert. Und jetzt ist er hungrig und wahrscheinlich auch ziemlich sauer. Ach, du brauchst keine Warnung von mir. Nicht nach all dem, was du schon durchgemacht hast. Und was meinst du? Bist du einverstanden? Natürlich bist du einverstanden. Auf geht's. Yay. Ja, gib her. Ja, gib her. Ja, gib her. Hier, die Beschichtungen soll ich jetzt alle mitnehmen. Was ich bis jetzt jedes Mal vergessen habe. Aber macht ja nichts. Ich hab's ja nur dran gedacht. Er hat uns wehgetan. Er hat uns böse wehgetan. Hä? Hä? Ja, ich weiß, ich bin ziemlich doof in sowas. Aber macht doch nichts. Das ist nun mal meine Art, doof zu sein. So, wir nehmen uns nochmal die Mega-Fassbombe mit. Weil wir es können. Alles andere haben wir jetzt ja leider verkackt. Was soll's? Wir gehen weiter los. Wir machen den fertig. Wir kriegen den noch platt. Ich sag's euch. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber wir kriegen den platt.
Geh mal lieber auf Verteidigung hoch, wa? Lass die alte Frikadelle da mal ein bisschen was kochen. Oh, lecker, Frikadellen kochen. .de. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, weil der wirklich einen enormen Damage macht, der Hampel. Weil er wirklich einen enormen Damage macht. Also da kannst du ja sagen, was du willst. Der zimmert dir aber auch wirklich das Röckchen von der Hose. Das Röckchen von der Hose. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich nicht. Naja, das haben wir jetzt alles fertig. So. Schlittern wir mal Richtung Vergnügungsort. Hallo? Hallo? Ich wünschte, der wäre hier oder so. Weißt du? Keine Stehne, Mann. Was denn los mit dir? Das Kristallkacke mitnehmen, um ihn zu blocken, eh. Aber wir können ja auch einfach mal unsere Supi-Dupi-Blitzis nehmen. Ja, wir haben ja Super-Dupi-Blitzi-Kapseln dabei. Und da ist die Schwuchtel. Hey! You smell like Teen Spirit, Alter. You smell like Teen Spirit. Man macht diese Technik einfach bitte nicht nochmal und dann ist alles gut, okay? Gott sei Dank nimmt er die Vitalitätswespe nicht. Stell dir mal vor. Haut auf die Vitalitätswespe. Bam, volles Leben. Hey, Arschloch. Haha, das ging voll daneben. Hui, wir sind seinen Schwanz ausgewichen. Haha, ich bin nicht so ganz so schwanzgeil. Mit deiner Mame zwar, Entschuldigung, ich muss ihn auch ab und zu mal beleidigen. Ihr wisst, dass das sein muss. Hey, Stinkefuß. Ihr wisst, dass ich es auch oft bereue, aber... ich kann es noch nicht mal treffen. Feigling! Oh, Gott sei Dank. So hart. Den hätten wir mit Pfeil und Bogen sicherlich platt gemacht. Hey, Kumpel. Wisst ihr, was ich dafür tun würde, dann, wenn er mal am Boden liegen würde und mal ein bisschen hubbeln würde? Hau mich nicht. Hau mich und flau mich, Alter. Sitzen auf dem Baum. Oder so. Keine Ahnung. Hab Angst. Okay. Alter, der hat uns beinahe ins Gesicht gespritzt, die Sau. Alter, das wäre in die Haare gegangen. Er sieht so böse aus. Er sieht einfach so aus, als ob wir echt Abstand von ihm halten müssen gerade. Durch dich durchgerubbelt, Alter. Bitte sei mein Freund. Alter, bitte sei mein Freund. Steh auf, steh auf, steh auf, wenn du ein Arschloch bist, Alter. Was war das denn? Durch was? Weil wir gegen ihn gelaufen sind? Weil wir fucking nochmal gegen ihn gelaufen sind?
Weil wir gegen ihn gelaufen sind. Ich wollte die Vitalitätswespe haben und sind wir gegen ihn gelaufen. Und das hat uns Aua gemacht. Wir sind gegen ihn gelaufen. Wir sind gegen ihn gelaufen. Gegen ihn gelaufen. Ich weiß nicht mehr, wie der andere Trank hieß. Das ist der doch eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon. Keine Ahnung. Wir sind gegen ihn gelaufen. Scheiße. Nee, wirklich scheiße. Wirklich. Das war echt scheiße. Also wirklich, es war wirklich unnötig scheiße. Wirklich, also... Da ärgere ich mich jetzt echt drüber, weil das war wirklich unnötig, weil wir gegen ihn gedackelt sind. Ist ja nicht, was das ist ja für eine Scheiße. Keine Ahnung, tut mir leid. Oh Mann, das war jetzt wirklich unnötig. Das war wirklich unnötig, dass wir jetzt gestorben sind. Weil ich echt nur diese Wespe haben wollte und dachte mir, schnell mal die Wespe da abstechen, das wird schneller gehen, als wenn wir uns da einen Trank reinpfeifen. Falsch gedacht, Bro. Kacke. Ah, oh, Mann, ne. Die Knochen sammeln. Was denn da, Alter? Ah, Mann, das ist jetzt wirklich selten so sehr geärgert wie jetzt gerade, ganz ehrlich. Wenn wir so sterben, okay, aber das war jetzt wirklich dumm. Weil wir sind gegen ihn gelaufen. Und dadurch sind wir gestorben. Alte drecksschwule Sau, Alter. Leg dir hier eine Bombe hin, ey. Ah! Ich schwöre, die habe ich da nicht hingelegt, Alter. Das war... Ich weiß es nicht, wer das war. Mein Tod! Den kannst du aber auch nicht ausweichen, wenn er das macht. Nur ganz kurz. Leg die Fußspuren! Oh ja, haben dir die Fußspuren gefallen? Ja, danke. Sache die Fußspuren, weißt du? Fußspuren sammeln, ey. Doch einen schönen Tag machen, weißt du, am Strand. Your fettes Face, Alter. Fettesface.com. Ich will nicht mehr fliegen. Ich will jetzt was trinken. Ah, du scheiß Wichser mit deinen Wichskniffeln, die einfach Kilometer lang sind. Deine scheiß Griffel sind aber auch, ne? Ich will nie vor ihnen sein, muss ich sagen. Mit deinem scheiß ekligen Schwanz auf, Alter. Wir dürfen nur noch einmal sterben, ne? Das ist euch bewusst, oder? Wir sind gleich tot, das ist euch bewusst, oder? Er haut ab, oder?
Scheiße, hier steht unsere Fassbombe. Kannst du nicht abhauen. Drecksack. Steht meine Fassbombe, kann ich die mitnehmen? Jo, jo, jo. Die ist gar nicht da. Ja, gut. Von mir aus. Nein, kein Kräuterpulver. Was hast du da? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, das wäre Kräftepulver. Ich habe mich verlesen. Oh, der ist daneben gesprungen, du Pfeife. Du kannst gar nichts. Ist dir das aufgefallen? Alter, er macht... Das Blöde ist, der hat halt auch eine Reichweite von einer Unsagbarkeit, ne? Also das muss man ja mal wirklich sagen. Selbst das Rollern macht dir weh. Er ist schon wieder auf dem Modus, meine Stacheln sind schwarz und ich muss dich töten. Roller einfach, roller als wie du noch nie gerollt bist. Guck mal, und er trifft uns trotzdem. Und wir rollern hier wie ein Rollo im Rollladencenter. Weißt du? Wir sind schon im fucking Rolladencenter. Okay, wir müssen mal drauf achten, wenn er seine Stacheln draußen hat. Weg! Laufen! Rennen! Da müssen wir mal drauf achten. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Nein! 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 Gott, ich weiß noch nicht mal, ob wir irgendeinen Fortschritt machen. Au! Alter, dreh dich nicht so instant um. Alter, lass Kira in Ruhe. Kira, nein! Kira! Ich versuche hier gerade verzweifelt zum Trank zu kommen. Und wir dürfen da nicht rauf. Ey, schubst mich nicht, Mann. Ich trinke. Was meinst du, wenn ich mich verschluckt hätte? Das wäre voll der Damage gewesen, du. Hat er eigentlich Feuer oder so? Ich glaube nicht, oder? Ha, Weichei, Alter. Einfach immer auf Feuer, da. Was hast du eigentlich? Außer mega Stärke. Pass mit deinem Schwanz auf. Ich sag dir das jetzt nochmal im Guten. Es gibt das, kann das sein, dass er jetzt schon wieder mehrere Stacheln bekommen hat? Gibt es sowas wie verschiedene Stages von ihm? Und wenn er Stage 3 erreicht hat, wo seine Stacheln schwarz sind, dann heißt das Run Forest oder so? Oder wie läuft das? Au! Der weiß aber auch genau, wo wir sind, Alter. Der riecht uns. Und vielleicht hört er uns aber. Toll. Nimm doch mal die Vitalitätswespe, Alter. Toll, hat sich richtig gelohnt, du Arsch. Weil du mit Steinen spielen musst. Ey, Arschloch. Bin getroffen, ey. Ich versuche es geschickt zu machen, aber ich mag es nicht, wenn er jetzt in dem Modus da ist und wenn er nachher im schwarzen Modus ist. Dann ist er nachher richtig böse und dann haut Bubu auf uns. Ich wünschte, ich könnte ihn wenigstens schon mal irgendwas brechen oder so. Seine Breckis oder so. Ich habe keine Ahnung. Was würde ich dafür geben, ihm seinen Schwanz abzuschneiden, ey? Guck mal, seine Stacheln sind jetzt wieder reingefahren, oder? Er ist noch nicht mal verletzt. Ich glaube, das wäre das erste Ding, wo die Zeit abläuft. Ich versuche es ja wirklich, aber es ist echt hart. Es ist wirklich, wirklich hart. Aber gut, das ist ja auch hier so eine Art Endgegner, glaube ich jetzt, oder? Who are you? Who are you? Oh, 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 schwarze Stacheln, schwarze Stacheln. Flucht, 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 Flucht. Alter, ich hau ab, wirklich. Hau jetzt nur noch ab. Schwarze Stacheln. Autsch. Lass mich mal. Ich versuche gerade vor dir wegzulaufen, okay? Sch-
Schrei mich nicht an. Ich bin ein sehr empfindliches Blümchen. Blümchen, Mann, Blümchen. Warum macht er das alles? Haha. Komm, damit kommt wenigstens ein bisschen Schaden auf ihn. Toll. Vitalitätswespe verschwendet. Wie Gewinner. Nein, solange er schwarz ist, lege ich mich nicht mit ihm an. Daneben gekrabbelt. Lern noch mal krabbeln, Alter. Das nennt man auch Schaden machen. Könnte hinten heraus, ne, noch was bringen. Wenn wir ihn jetzt 1 Million Mal so treffen, ist es vielleicht auch gar nicht mal